Handelstag in der neuen Woche. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und zum Wochenauftakt haben wir einen sehr kurzfristigen Trade auf Rohöl und dem wollen wir uns natürlich sogleich widmen, aber wie immer zunächst der Blick sorry, auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Wir sehen den unterwöchig saisonalen Chart, also wie verhält sich im Durchschnitt der Rohölpreis intraday saisonal, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und da können wir sehen, dass er sich ganz ähnlich wie der Goldpreis freitags eher zur Stärke neigend präsentiert. Im Mittelteil der Woche passiert nicht allzu viel, also zumindest haben wir keine Signifikanz für eine Richtung. Natürlich passiert da trotzdem viel, aber in der einen Woche in diese Richtung, in der nächsten Woche in jene Richtung. Aber wo wir eine Signifikanz auch sehen, neben dem Freitag für die Long-Seite, haben wir für die Montag-Dienstag-Kombination auf der Short-Seite. Wenn man montags früh Short einsteigt und dienstags spät auf der Short-Seite aussteigt, dann hat man hier einen deutlichen Gewinnvorteil. Wir können das hier sehen, dass diese Zwei-Tages-Kombination, dass die tatsächlich hier ja, signifikante Schwäche mit sich bringt. Aber auch hier haben wir wieder natürlich das Phänomen, oder was heißt das Phänomen, haben wir hier natürlich die Begebenheit. Wir müssen so etwas nicht einmal machen und auch nicht zwei, dreimal, sondern wir müssen das hundertfach machen. Das heißt also, ich muss das jede Woche Montag, Dienstag probieren und jede Woche Montag, Dienstag diesen Trade absetzen und das über einen langen Zeitraum. Nur dann kann ich zufällige Häufungen, zufällige Kumulationen eliminieren und den statistischen Vorteil dann auch wirklich ausspielen. Deshalb also hier ganz wichtig, wenn man so etwas tradet, dann nicht einmal, sondern permanent. Ansonsten bringt es nichts. Möglich ist es zum Beispiel, das zu handeln mit einem Turbo Bear Open End von der Hypo Vereinsbank. Die WKN lautet HC6HXX. HC6HXX. Hebel liegt bei 23. Einstieg Market, Stop Loss 1 Euro und der Exit zeitbasiert Dienstagabend zum Handelsende. Also sprich, wenn man Hebelzertifikate tradet muss, müsste man dann morgen Abend um 22 Uhr raus. Der Markt wird, der Future wird bis 23 Uhr gehandelt. Da ist man also sehr, sehr nah dran an dem, was man eigentlich gemäß Systematik tun muss. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.